Das Futur wird gebildet aus Werden und dem Infinitiv. Er wird es planen. Ich werde es schreiben. Er wird es zeichnen. Jemand wird es schicken. Sie wird es korrigieren oder sie werden es korrigieren. Sie wird es ändern oder sie werden es ändern. Er wird es beschreiben. Sie wird es kopieren oder sie werden es kopieren. Er wird es beschriften. Sie wird es veröffentlichen oder sie werden es veröffentlichen. Und noch einmal. Er wird es planen. Ich werde es schreiben. Er wird es zeichnen. Jemand wird es schicken. Sie wird es korrigieren oder sie werden es korrigieren. Sie wird es ändern oder sie werden es ändern. Er wird es beschreiben. Sie wird es kopieren oder sie werden es kopieren. Er wird es beschriften. Sie wird es veröffentlichen oder sie werden es veröffentlichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Möchten plus Infinitiv. Wir setzen ein. Er möchte es planen. Ich möchte es schreiben. Er möchte es zeichnen. Jemand möchte es schicken. Sie möchte es korrigieren oder sie möchten es korrigieren. Sie möchte es ändern oder sie möchten es ändern. Er möchte es beschreiben. Sie möchte es kopieren oder sie möchten es kopieren. Er möchte es beschriften. Sie möchte es veröffentlichen oder sie möchten es veröffentlichen. Und noch einmal. Er möchte es planen. Ich möchte es schreiben. Er möchte es zeichnen. Jemand möchte es schicken. Sie möchte es korrigieren oder sie möchten es korrigieren. Sie möchte es ändern oder sie möchten es ändern. Er möchte es beschreiben. Sie möchte es kopieren oder sie möchten es kopieren. Er möchte es beschriften.
Sie möchte es veröffentlichen oder Sie möchten es veröffentlichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Müssen plus Infinitiv. Setzen wir ein. Er muss es planen. Ich muss es schreiben. Er muss es zeichnen. Jemand muss es schicken. Sie muss es korrigieren, oder? Sie müssen es korrigieren. Sie muss es ändern, oder? Sie müssen es ändern. Er muss es beschreiben. Sie muss es kopieren, oder Sie müssen es kopieren. Er muss es beschriften. Sie muss es veröffentlichen, oder Sie müssen es veröffentlichen. Und noch einmal. Er muss es planen. Ich muss es schreiben. Er muss es zeichnen. Jemand muss es schicken. Sie muss es korrigieren oder Sie müssen es korrigieren. Sie muss es ändern oder Sie müssen es ändern. Er muss es beschreiben. Sie muss es kopieren oder Sie müssen es kopieren. Er muss es beschriften. Sie muss es veröffentlichen, oder Sie müssen es veröffentlichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Setzen wir ein: brauchen, brauchen zu, haben zu, sein zu oder müssen. Er braucht sie. Ich brauche Hilfe. Er hat zu gehen. Jemand muss bezahlen. Nichts ist daran zu ändern. Ihr müsst jetzt hoffen. Wir müssen uns davon verabschieden. Ihr habt hier zu warten. Du brauchst nicht wegzugehen.
Ich muss dich wirklich kritisieren. Und noch einmal. Er braucht sie. Ich brauche Hilfe. Er hat zu gehen. Jemand muss bezahlen. Nichts ist daran zu ändern. Ihr müsst jetzt hoffen. Wir müssen uns davon verabschieden. Ihr habt hier zu warten. Du brauchst nicht wegzugehen. Ich muss dich wirklich kritisieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Hallo, in diesem Video bilden wir Adjektive. Es gibt oft mehrere Möglichkeiten und auch nicht alle Möglichkeiten sind hier aufgeführt. Angst, ängstlich, angstvoll, angstlos. Dank, dankbar. Eis, eisig. England, englisch. Farbe, farbig, farblos. Fehler, fehlerhaft, fehlerlos. Furcht, furchtlos, furchtbar, furchtsam. Gefahr, gefährlich, gefahrlos. Geiz, geizig. Geschmack, geschmackvoll, geschmacklos. Und noch einmal. Angst, ängstlich, angstvoll, angstlos. Dank, dankbar. Eis, eisig. England, englisch. Farbe, farbig, farblos. Fehler, fehlerhaft, fehlerlos. Furcht, furchtlos, furchtbar, furchtsam. Gefahr, gefährlich, gefahrlos. Geiz, geizig. Geschmack, geschmackvoll, geschmacklos.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Ausdrücke an, die temporal sind und dazu passend die Adjektive. Vorher, vorig. Bisher, bisherig. Bald, baldig. Anfangs, anfänglich. Stets, stetig. Selten, selten. Höchstens, höchst. Mindestens, mindest. Häufig, häufig. Stets, stetig. Und noch einmal. Vorher, vorig. Bisher, bisherig. Bald, baldig. Anfangs, anfänglich. Stets, stetig. Selten, selten. Höchstens, höchst. Mindestens, mindest. Häufig, häufig. Stets, stetig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao, und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet.